Jo, jo, was gescheit, was geht auch? Da bin ich wieder. Ja, und dummerweise halt wieder da. Obwohl ich ja eigentlich, ne, aber ich bin ja wieder gestorben. Ja, eigentlich so Wiederholungen will ich jetzt nicht unbedingt wieder zeigen und so. Aber, naja, es gehört ja irgendwo dazu, ne? Wenn man verkackt, verkackt man. Also es geht jetzt immer noch um die verranzte Waffe vor der Alm. Warum sehen die mich da fast? Schau, der kommt gleich angerannt, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, und ich werde schon wieder sofort sehen, ne? Ach komm! Du bist erledigt! Ey, wer ist denn da vorne jetzt schon wieder gestorben? Jetzt sag. Nicht sie, ne? Okay. Zack! Weg, Schnitter! Wo ist denn der ranzige Bär? Pass auf die Patrouillen auf. Auf dem Gelände ist eine ganze Menge los. Scheiße! Ist das ein Helikopter, den ich da über den Funk höre? Ach nö. Auch noch ein Helikopter, also heute. Habe es wieder mächtig notlangt, hä? Wo ist jetzt eigentlich der Bär, den ich da freigelassen habe? Das sollte doch hier wegen seiner Arbeit machen, ne? Gut, 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 gut. Roger, bis gleich. Also ja, ich habe echt viel verballert, ne? Hätte auch besser laufen können, ne? So gesehen. Wenigstens ein bisschen mehr Munition oder zurückkriegt. Ich bin bereit. Aber wenigstens geschafft, ey. Diesen Müll. Ja, es ist schon anstrengend, ne? Also wenn man es nicht gescheit macht. Ach komm, jetzt ist der immer noch da.
Der Schlüssel wird erfindet. Ein Bullshit-Gelaber hier. So. Das war ziemlich knapp. Ja, ich schaue jetzt mich erstmal natürlich noch um. Bevor es hier ziemlich knapp ist. Und dann hole ich diese Müllwaffe. Ach, wie praktisch, ne? Gleich offen. So. Aha, das ist eine mit meiner Aufgaben, hell? Dann hätte er ja sowieso mitgenommen. Ach, da kommt sie nicht hoch. Müssen wir dran gucken, dass es ja nicht sie ist. Da macht sie auch blöd. Da kommt sie nicht hoch, also. Ehrlich. Echt jetzt, oder? Ich liebe meine Familie, aber manchmal auch ich einfach Abstand nehmen. Sperren sie es dann überhaupt ab, wenn oben mal Loch ist, also. Manchmal, ne? Muss man das schon ein wenig verstehen, oder? Was in denen ihren Kopf da abgeht. Komisch, ne? Ich habe den Bär freigelassen, dass er die anderen wegschneddert. Und was macht er? Er wartet, bis ich alle wegschneddert, damit er mich wegschneddern kann. Ne? Das ist aber Kackguts Team. Ja, hier ihre tolle Waffe, ne? Welche Waffe soll ich jetzt dafür weggeben, weißt? Wahnsinn, ey. Ich habe mich auf den Weg zum Bahngelände gemacht. Das einzig Positive ist, es halt Stufe 2 Waffe, ne? Aber pff, ich weiß nicht, ich finde den Werfer jetzt nicht so überragend. Gut. Ja, eigentlich habe ich im Großen und Ganzen alles. Was mich jetzt noch interessieren würde, ob ich da hochkomme. Dagen fühlt er sich immer wie Arbeit an. Und jetzt würde ich alles dafür geben, wieder so ein glückeres Leben zu haben. Ach, komm! Ja, schrei halt noch weiter rum, dass es dann jeder hört, ne? Wow! Ich sterb nicht. Noch nicht. Ja, das, da bin ich aber froh drüber, ne? So.
Ja, er zielt aber auch nicht so richtig gut, ne? Angeblich soll er ja abprallen und blibablub und Gedöns, ne? Ja, schau, da kommt man nicht rein. Oder Nauf. Nauf halt, ne? Nauf. Wieder rein. Ich meine, gut, ich glaube ja, da oben ist nichts. Aber ich würde halt trotzdem mal gerne dann aufschauen, ne? Also ich glaube nicht, dass man da oben aufkommt, ne? Aus. Aber es wäre auf jeden Fall trotzdem noch interessant zu gucken, was da, ob man da oben halt hochkommt, ne? Weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, da ist irgendwie was, ne? Aber man kommt da nicht hoch. So, ja, egal. Auf jeden Fall, das war jetzt noch wichtig. Weil da unten war ja irgendwie scheinbar auch noch was. Weil mitnehmen will ihr halt dann schon alles, ne? Das ist schon klar. So, jetzt habe ich von allem für die Ranzwaffe Mai Waffe weggeben, ne? Das ist natürlich auch so ein super Ding. Okay, also ich würde schon sagen, ich habe eigentlich alles jetzt mitgenommen, was zu mitnehmen ist. Aber ohne, dass man da irgendwie hochkommt. Wäre auf jeden Fall interessant, ne? Aber da ist auch nirgendwo irgendwie ein Haken oder so, ne? Ja, aber wenigstens geschafft jetzt einmal die komische Mission. Bist ja ganz sicher. Ja, komm. Okay. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Genau. Jetzt wollte ich eigentlich schon die Waffe wechseln, aber ich muss die ja noch abgeben, ne? Gut. Hab schon Schlimmeres erlebt. Gut. Ja, hier, habe der Depp deine Arbeit erledigt. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr. Jetzt soll es auch noch behalten, dieses Ranzding. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Klar. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity.
Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Klar. So, jetzt kann ich ja theoretisch diese Ernstwaffe wieder weghauen. Weil, ich will die nicht behalten. Also ich finde die jetzt nicht so überragend gut, ne? Ja, sie ist eh freigeschalten, also von daher. Naja, meine Waffe ist natürlich weg. Mhm. Beziehungsweise liegt hier auch gar keine Waffe mehr rum. Auch nicht schlecht. So, als nächstes. Klar, Schatzsuche. Ja, ist schon nicht schlecht irgendwo, ne? Also gleich wieder beide erwischt. Ich hab den da hinten gar nichts gesehen. Aber naja. Ich will's ja nicht unbedingt behalten. Was ihr jetzt noch machen wollt? Vorteile? 4 Punkte? Okay, habe ich schon. Das war mir jetzt wichtig, dass ich das hab. Yes, auf jeden Fall. Mal mehr Munition hier in der Röden. Und danach jetzt auf jeden Fall das, oder? Die drei sind auf jeden Fall schon sehr wichtig. Mehr Erste-Hilfe-Sets wäre vielleicht auch wichtig, ne? Wäre vielleicht auch wichtig, ne? Das sind schon ein paar so Sachen, die man echt braucht. Nicht unbedingt die Angel, wäre vielleicht noch Sache. Ja, wäre auch eine Sache, ne? Aber naja, gut. Dafür muss ich meine Schiff erhalten. Ja, ist wirklich schön eigentlich, ne? Deswegen sage ich ja, also ich will das jetzt nicht unbedingt alles wegkarten. Ich will ja die Atmosphäre von dem Spiel auch wegen Eidingsen. Ja, sonst wäre er da jetzt direkt nunter gesegelt. Komm. Ist das das Bliss? Das Mutierte? Wer weiß. Also wie gesagt, ey, sobald ich wieder kann, tausche ich die Waffe. Na, wir dürfen gleich so Schimpfwörter benutzen hier. Früher oder später brauchen wir das. Wir ballerten da rum. Ach, da schau mal hin. Was für ein Zufall, hä? Wen haben wir denn da? Ich weiß, ja, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Ja, nein. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Oder Nana?
Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Feldmann. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hoch die Leviten liest. Moment noch. Ich verbessere mein Lebensende. Kein Joker mehr von innen sehen. Oh, jetzt geht er gleich ran. Ich wollte ja erst noch wenigstens sammeln, ne? Und du Kerzchen, schieß auf meinen Helm und ich starte den Countdown. Alles klärchen. Kriegen wir schön. Läuft überhaupt der Countdown? Na, wo ist noch einer? Hä? Ja, komm. Ja, ich sehe keinen mehr. Ach, komm. Ich sterbe, weil ich alles in diesem County gesehen habe. So, ja, dann probieren wir es halt eben noch einmal. Aber vorher würde ich schon vielleicht einmal ein paar Sachen einpacken. Ja, lesen durch nix. Grundsätzlich wird da nichts gelesen. Es ist eh immer bloß dieses Blabla-Gedöns. Irgendwo muss ja noch eins sein, dann habe ich hier leer geräumt. Theoretisch. Klar, bestimmt da oben. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je. Natürlich aufpassen, natürlich. Immer aufpassen, immer aufpassen. Mhm. Ja klar, wieder fast die Hälfte Energie weg, ne? So. Ja, ne? Siehst du, deswegen, wenn ich das jetzt wieder wegkarten würde, dann hättet ihr das gar nicht gesehen, dass ich die da zufällig jetzt getroffen habe, ne? Die Nana. Deswegen meine ich, also, na, ich will halt nicht wirklich viel wegkappen müssen. Ich hatte früher nie viele Freunde.
So, dann klotzen wir uns mal dahin. Und vorher schaue ich mir mal alles an, ne, wo die Helme wirklich sind. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe bestimmt irgendwo am Arsch der Welt einen versteckt. Also hier. Ja, genau, alles klar. Dass er jetzt nicht wieder irgendwo so weit hinten versteckt ist, ne? Wer hätte das gedacht? Das war der letzte. Ja, sauber! Jetzt wird schwieriger. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu starten. Mhm. Schaffen wir schon, ne? Ach komm! Zerf! Die Hälfte wäre geschafft! Was ist jetzt, oder? Nein? Ah ja, hier. Ach komm! Nur immer ruhig bleiben. Wahnsinn! Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas Geld? Glaubt. Da steckt vielleicht doch Talent unter dem ganzen Dreck. Unter dem ganzen Dreck. Meinst du jetzt Dreck vom Aussehen her, weil ich halt dreckig bin? Oder weil ich Dreck bin? Ne? Wie ist man bei der nicht so? Die ist halt einfach ein wenig durch. Da mal Munition. War da irgendwo noch was? Ich bin ja scheinbar noch nicht fertig, aber ich brauche jetzt erst einmal noch wegen Munition, ne? Ja, noch ein bisschen was, ne? Es muss noch andere Orte auf der Welt geben, wo es gut läuft, lieber nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns gut läuft, so wie sie das gerade gesagt hat, ne? Das ist keine Munition oder was? Schau schon wieder, immer noch eine Kiste, ne? Also ich will schon jede mitnehmen, ne? Ich brauche Munition und baller hier wieder rum, ne? Ich glaube, wir werden was bewegen. Kannst du wegen deinen Arsch schneller bewegen? So, Freunde, dann war es das jetzt erstmal mit dem Video. Natürlich nicht übel. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Hey, Freunde, haut rein. Da steckt vielleicht doch Talent unter dem.